Warum haben die Leute so viel Angst vor Nullstellen? Das heißt doch wirklich nur, dass die Funktion einen Rückgabewert von 0 hat. Oder man kann auch sagen, y ist 0. Und das ist ganz easy. Dass es dazu sogar spezielle Formeln gibt, also zum Beispiel die berühmte PQ-Formel, oder dass man einfach eine lineare Funktion auf 0 setzt, das ist alles nicht das Problem. Warum ich noch so viel rede? Na, weil hier mittlerweile schon Links erscheinen, damit ihr dann seht, wo es weitergeht und was es dazu alles für Themen gibt oder vielleicht auch Themen, die euch noch sonst berühren. Und zum Schluss, und die müssten jetzt gleich erscheinen, hier in diesem Video selber noch die Playlists zu den einzelnen Themen oder Videos. Also, wer das dann einmal gemacht hat, der wird sich sagen, oh, leichter geht's ja gar nicht. Mehr ist es nicht. Dass dabei manchmal Brüche auftreten. Ach, dann werde ich hier noch am besten zum Thema Bruchrechnung und wie einfach es ist, auch noch einen Link anbringen. Muss ich mal sehen, wie das passt. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen.